Ich habe tatsächlich nicht lange genug sozusagen einkaufen können. Es ist unfassbar. Morgen habe ich was sehr Interessantes vor. Für eingefleischte oder für bereits erfahrene Elektroautofahrer vielleicht nicht so, mit denen man auch mal was transportieren kann. Elektroauto ohne eigene Lademöglichkeit zu Hause geht nicht. Mein Name ist Steve und ich teste verschiedene Elektroautos im Alltag ohne eigene Lademöglichkeit und zeige euch, dass es ohne Probleme funktioniert. Geht doch, habe ich euch nämlich schon ein paar Mal gezeigt, so hier und hier. Da habe ich ja einmal mit dem MG eine Runde gedreht, eine Woche, und ansonsten habe ich ja auch mal meinen Alltag begleitet mit meinem Auto, mit dem Hyundai Ioniq Classic mit einem 28 Kilowattstunden Akku. Für die dafür kein Gefühl haben, denen möchte ich zeigen, dass es noch weniger Anstrengungen bedeutet, denn ich bin diese Woche mit dem guten Kumpel hier unterwegs. Und das ist ein Kia e-Niro und der hat eine 64 Kilowattstunden Batterie. Und ja, wie langweilig das eigentlich ist, als sogenannter Laternenparker oder Laternenlader in einer Großstadt ohne eigene Lademöglichkeit klarzukommen, das zeige ich euch. Heute ist Montag, wir haben es morgens um 8:30 Uhr. Es sind schon 30 Grad, es ist unfassbar. Ich war gerade einkaufen, ihr könnt sehen, 34 Minuten, 27 Kilowattstunden hat er dazu geladen. Bin jetzt bei 75%, mach mal hier Stopp. Und ja, der war noch, ich glaube 35% oder so hat er noch gehabt. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal meine Woche. Er sagt jetzt 283 Kilometer. Ich muss mal kurz die Lüftung anmachen, weil es ist unfassbar warm. Und wo geht's heute hin? Heute geht's zu meinem Vater nach Brandenburg, um den ich mich kümmere. Das sind immer so einfache Strecke, 35, 37 Kilometer. Für den habe ich gerade eingekauft. Und ja, halt eigentlich für die, die die Serie kennen, nicht weiter herausfordernd. Und ja, ich würde sagen, legen wir einfach los. Was ist Ziel und Zweck denn dieser Serie, wenn es so langweilig ist? Und man hat ja auch schon die bisherigen Serien gesehen, die ich so gemacht habe. Eine Woche im Leben eines Laternenparkers. Nun ja, zum einen habe ich jetzt die Möglichkeit, eine Woche lang mal den Kia e-Niro zu fahren. Und der hat halt einfach mal mehr als doppelt so viel Batteriekapazität. Und ich möchte mal zeigen, wenn man so ein aktuelles Fahrzeug nutzt, wie unaufgeregt das Ganze dann eigentlich tatsächlich funktioniert. Es ist natürlich immer abhängig von der Ladeinfrastruktur in der Ortschaft, in der Kommune, in der Stadt, in der ihr euch bewegt. Sollte die Ladeinfrastruktur dort nicht ausreichen, kann ich nur empfehlen, wendet euch an die Kommune, an die Stadt, dass dort Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Das muss auch nicht immer unbedingt zwingend die Stadt bezahlen. Es gibt auch Firmen wie OnCharge, über die wir berichtet haben. Da verlinke ich auch mal hier ein Video. Alles, was sie brauchen, ist halt die Fläche, die ihnen von der Stadt dann zur Verfügung gestellt wird. Und halt eben einen potenziellen Nutzer, der halt eben ein Elektroauto hat, der in der Nähe wohnt, damit sie halt eben sagen können, aha, okay, das kann sich rechnen. Ich persönlich finde ja, dass es gar kein Problem ist, selbst in meinem Anwendungsfall. Ich fahre aktuell auch nur so den normalen Durchschnitt, was so die Leute ja pro Tag fahren, also immer so zwischen, ich sag mal, 20 und 50 Kilometer am Tag. Sicherlich gibt es da auch Leute, die fahren mehr, und es gibt auch sicherlich Leute, die fahren weniger und brauchen trotzdem ein Auto. Ich möchte auch nicht die Frage behandeln, ob es Sinn macht, in einer Großstadt wie Berlin ein Auto zu fahren oder zu besitzen oder was auch immer, sondern ich möchte einfach nur zeigen, wie es sein kann, ein Elektrofahrzeug zu bewegen im Alltag, obwohl man keine eigene Lademöglichkeit hat. Denn sind wir mal ehrlich, also ich habe mir vor 3,5 Jahren keine Gedanken darüber gemacht, muss ich unbedingt irgendwo fix eine Lademöglichkeit haben. Ich habe mal in verschiedene Verzeichnisse reingeguckt, so wie Going Electric oder auch einige Lade-Apps, und habe gesehen,
dass es in meinem Umkreis dann doch schon einige Lademöglichkeiten gibt. Und ich verlinke euch mal hier unten in der Videobeschreibung so ein paar Beispiele, falls ihr die noch nicht kennt, wo man halt mal so nachgucken kann, wo eben Ladestationen verzeichnet sind. So, und da habe ich gesehen, da gibt es so einiges und das reichte mir, denn ich habe mir, als ich mir vorher einen Benziner gekauft habe, ja auch nicht irgendwie überlegt, muss ich gucken, ob irgendwo eine Tankstelle ist oder gar eine eigene Tankstelle zu Hause einrichten. Ich habe es in meiner Serie gezeigt, ich fahre immer noch relativ viel und ich lebe eigentlich so nach dem Grundsatz, steht er, dann lädt er. Das ist so ein Elektroautofahrer-Grundsatz, so immer wenn man die Möglichkeit hat und das Auto sowieso steht, weil es nun mal die größte Zeit des Tages steht, egal ob ihr, wenn ihr auf Arbeit seid und das Auto 8 Stunden draußen steht oder wenn ihr einkaufen seid oder ihr seid zu Hause über Nacht oder. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, wo ihr einfach nicht im Auto unterwegs seid. Wo man sagt, immer wenn es steht, reicht's im Prinzip aus, wenn es mit geringer Ladeleistung lädt. Das ist immer so, die Leute machen sich oftmals lustig darüber, dass sie sagen, ja, wie lange lädt denn der so? Und dann sagt, oder kann man mit dem auch in einer Steckdose laden? Und dann sagen, ja klar, kann man den auch in einer Steckdose laden. Also eine ganz normalen Schuko-Steckdose, Haushaltssteckdose. Ja, wie lange braucht denn der? Und dann sagst du, naja, je nach Akkugröße halt 12, 14, 16, 20 Stunden, was auch immer. Und dann machen die Leute sich mal lustig und sagen, oh, was, so viel Zeit habe ich gar nicht. Und das ist immer ein Trugschluss, denn man muss immer berücksichtigen, das ist auch nicht böse gemeint, aber die meisten Leute, die gehen halt von der Verbrennerdenke aus. Das heißt also, ich fahre ein Auto und wenn die Tanknadel runtersinkt oder er mir sagt so, oh, ich sollte langsam mal wieder tanken, dann fahre ich an eine Tankstelle ran und dann fülle ich nach. Egal ob für 10, 20, 30 Euro oder ob ich voll mache. Aber so funktioniert das immer. Denn der Tankvorgang, also an eine Tankstelle ranzufahren und zu tanken, ist ja immer ein zusätzlicher Aufwand, ist immer ein zusätzlicher Weg, den man geht und einen zusätzlichen Schritt, den man macht. Und von daher ist es natürlich nachvollziehbar, dass man das so macht. Bei einem Elektroauto ist das natürlich anders. Im Idealfall kann man zu Hause laden. Aber auch wenn nicht, gibt es natürlich auch, selbst innerstädtisch, viele Möglichkeiten, wo man das Auto idealerweise abstellt und währenddessen halt auch einfach laden kann. So sei es zum Beispiel hier vorne, ich gucke gerade aufs Ringcenter hier in Berlin, die haben mehrere Ladepunkte im Parkhaus, sodass man während des Einkaufens einfach gemütlich nachladen kann. Ich war jetzt gerade bei einem Kaufland, das ist für mich so die ideale Situation, dass ich halt einfach einkaufe, Sachen tue, die ich sowieso machen muss oder mache und dass ich währenddessen halt einfach ja mein Fahrzeug nachladen kann. Ja, oder Ladepunkte schlicht wie hier an einer Tankstelle. Darüber kann man streiten, ob eine Tankstelle der richtige Ort ist, um da 20, 30 Minuten zu verbringen. Hier muss man sagen, in dem Fall, die Tankstelle ist in einem Wohngebiet. Das heißt also, man kann auch für die Zeit mal kurz wieder rübergehen nach Hause oder aber und trinkt hier kurz einen Kaffee, stellt das Auto ab, keine Ahnung, macht hier seine Post, die haben ja auch eine Postfiliale drin und sowas, etc. pp. Also es gibt einige Möglichkeiten für gewöhnlich, wo man sein Auto laden kann. Wenn es in eurer Region nichts davon gibt, also weder beim Baumarkt, noch beim Supermarkt, noch sonst irgendwie von der Kommune öffentlich bereitgestellte Ladeinfrastruktur oder an der Tankstelle, dann kann ich euch nur raten, schaut im Internet, ob es Interessierte gibt in eurer Region, ob es vielleicht schon Leute gibt, die ein Elektroauto fahren, die vielleicht eine eigene Lademöglichkeit zu Hause haben, die vielleicht sogar ihre Lademöglichkeit mit euch teilen würden gegen eine Bezahlung. Und wenn alle Stricke reißen oder allgemein noch zusätzlich dazu, würde ich euch einfach empfehlen, nervt die alle. Schreibt die Kommune an, die Stadt, die Gemeinde, was auch immer. Jetzt ist diese Folge hier heute ein bisschen philosophisch und ich versuche so ein bisschen die Grundlagen zu erklären. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich versuche, euch da draußen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit Elektromobilität auseinandergesetzt haben, wie ich das getan habe,
abholen möchte und den Weg aufzeigen möchte, den ich gegangen bin. So, nun habe ich ein Fahrzeug mit persönlich, privat, mit 28 Kilowattstunden Akku, komme damit ganz gut zurecht und das reicht. Jetzt habe ich hier einen mit 64 Kilowattstunden. Das ist so der aktuelle Schnitt, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt nicht unbedingt einen Kleinwagen nimmt, der vielleicht, weiß nicht, 20 oder 30 Kilowattstunden hat, dann ist so der aktuelle Schnitt, geht eher so in Richtung 60 Kilowattstunden, 50, 60. Und da möchte ich halt eben zeigen, wie gut man seinen Alltag damit bewältigen kann. Und es ist jetzt Montag und ich habe jetzt einmal geladen. Und ich möchte jetzt, ich habe nur bis 75% geladen, denn ich habe tatsächlich nicht lange genug sozusagen einkaufen können, um bis 80% oder bis 100% laden zu können. Das macht aber überhaupt nichts. Denn ich habe ja gesagt, wie viele Kilometer ich jetzt am Anfang hatte. Ich habe es schon mal vergessen. Er sagt jetzt 283 Kilometer. Aber jetzt sind es noch 281. Wir haben draußen mollige 30 Grad. Hier drin sind angenehme 21 mit einer Klimaanlage. Das heißt, es ist jetzt natürlich nicht ganz vergleichbar mit dem Winter. Aber das ist auch ähnlich, weil ich habe natürlich einen erhöhten Energieverbrauch durch die Klimaanlage. Und dann schauen wir uns mal an, was ich so im Schnitt brauche. Wie weit komme ich denn mit so einer Ladung? Und was bedeutet das denn im Alltag? Wenn ihr mich begleitet, dann kann ich euch sagen, es wird eine spannende Woche für Anfänger, für eingefleischte oder für bereits erfahrene Elektroautofahrer. Vielleicht nicht so, aber ich begleite einfach mal mit der Kamera meinen Alltag mit dem Kia e-Niro und gucken wir mal, wie gut es klappt. Tja, und das soll es auch schon für den ersten Tag gewesen sein. Ich gebe euch mal einen groben Überblick. Ich bin heute 69 Kilometer gefahren, habe jetzt noch 223 Kilometer drinne. Nur, dass man mal so ungefähr einen Überblick hat. Es ist 35 Grad draußen, hier drinnen sind es angenehme 22 mit der Klima. Also ich spare jetzt auch nicht irgendwie, um hier irgendetwas Schönes zu zeigen oder sowas. Heute ging es halt einfach mal so um die Grundlagen. Was bedeutet das denn? Wo kann ich denn überall ein Elektrofahrzeug laden? Welche Möglichkeiten nutze ich zum Beispiel? Und was könnt ihr auch machen? Wo könnt ihr mal die Augen offen halten, wo es vielleicht etwas gibt? Und morgen habe ich was sehr Interessantes vor. Da dürft ihr euch drauf freuen. Denn es heißt ja immer, also die Elektrofahrzeuge, mit denen man auch mal was machen kann, mit denen man auch mal was transportieren kann, die kommen jetzt alle erst und die sind ja alle mal wahnsinnig teuer. Und der e-Niro, der ist dann doch schon für, ich sag mal, weniger Geld erhältlich. Vor allen Dingen, weil er auch schon eine Weile am Markt ist, werden sicherlich auch einige Gebrauchte schon da draußen sein. Und das macht ihn natürlich attraktiv. Und dann werde ich mal schauen, was ich morgen hier alles so reinbekomme. Ich habe da ein bisschen was zu transportieren. Da dürft ihr euch drauf freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen hier bis hierher. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und denkt dran, Kanal abonnieren ist nicht umsonst, aber komplett kostenfrei. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. In diesem Sinne, ciao.